Aha. Max Delbrück ist 1906 in Berlin geboren worden und hat dann zunächst mal Astronomie und Physik studiert. Aber während er das studierte, haben viele Leute die Quantenmechanik erfunden, also eine ganz neue Wissenschaft der Physik, einen Umsturz im Weltbild der Physik vollzogen. Und er ist derjenige, der immer davon träumte, auch so einen Umsturz zu vollziehen, eine Wissenschaft ganz neu zu erfinden. Jetzt ist nur die Frage, welche? Die Physik war ja schon neu erfunden. Und dann gab ihm jemand die Idee, dass man versuchen könnte, das Leben so zu verstehen wie das Licht. Es gab einen Vortrag von dem dänischen Physiker Niels Bohr, Licht und Leben, da war genau das vorgeschlagen. Und jetzt hatte Delbrück die Idee, er versucht, so wie Einstein das Licht verstanden hat, das Leben zu verstehen. Aber wie macht man das? Der einfache Vorschlag von Niels Bohr, dem Mann, bei dem er seine Postdoc-Zeit absolvierte, war, dass man wissen sollte, dass die Quantenphysik dadurch gelungen ist, dass man ganz einfache Moleküle hatte, mit denen man arbeiten konnte. Wasserstoffatome zum Beispiel oder Wasserstoffmoleküle. Also war Delbrücks Aufgabe, bestand darin, das Wasserstoffatom der Biologie zu finden. Und das hat er getan. Das sind Viren, die Bakterien angreifen, die nennt man Bakteriophagen. Die fressen also die Bakterien. Und damit konnte er quantitativ Genetik machen. Er konnte ganz neue Genetikgesetze aufstellen. Und das war die Tür, die den Weg in die Molekularbiologie öffnete, die bis heute ihren Schwung nicht verloren hat. Und nicht vergessen, noch wichtiger als das Wissen ist die Fantasie.